sagt mir ehrlich, wer hätte gedacht, dass es so weit kommt. Horn hat heute ihre praktische Prüfung. Das bedeutet, für die, die es nicht wissen, sie steigt ins Auto, da kommt ein Prüfer, sie muss fahren und wenn sie es besteht, dann hat sie endgültig ihren Führerschein. Ja, und dann fahre ich dich nach Hause, wenn das überhaupt möglich ist. Hey, darfst du schon direkt anfangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich so einen Zettel bekomme und dann fahren darf oder ob ich so dieses feste Führerschein nichts bekomme. Wie auch immer. Wir sehen auf jeden Fall sehr müde aus, weil Horner konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Nee, sie nicht sagt, nö, ich bin nicht müde, aber natürlich hatte sie Angst. Und dann konnte ich auch nicht schlafen. Guckt mal bitte, wie müde wir aussehen. Wir sehen so müde aus. Ich habe nicht mal meinen Perso. Er sagt, nimm Perso mit. Ich so, ich habe gar keinen Perso. Ich nehme wie Kanake so Reisepass mit, Digga. Mach's jetzt so. Ich stell dir ein paar Fragen, die der Prüfer dich fragen könnte, die er mich auch gefragt hat. Dann gucken wir erst, ob du es bestehst, okay? Ich kann. Wo hupt man? Also, ich habe bei TikTok gesehen, voll viele haben gesagt, mein Prüfer hat nur gefragt, wo hupt man. Ja, aber zum Beispiel, der kann bei Reifen fragen. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, Profiltiefe beim Reifen. Minimum 1,6 mm. Wie hoch ist der Luftdruck, wenn das Auto mit 3 Leuten befüllt ist? 250. Ja, das hier steht für die vorderen, das genau. Für die hinteren. Okay, sehr gut. Das habe ich noch nie gemacht so, aber... Echt? Nein, aber anscheinend kann ich es trotzdem. Okay, wo blinkt man im Auto? Da, okay. Weißt du, wo Tempomat ist? Ich glaube, wenn man hier drauf drückt. Nee, hier unten. Ah, okay. Tempomat bin ich noch nie gefahren. Echt? Ja, okay, das wird er dich vielleicht nicht fragen. Ja, du bist gut vorbereitet. Ich glaube, wir sollten jetzt zum TÜV fahren. Ich bin echt nervös und ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch. Ich muss sagen, ich freue mich auch. Ich bin gar nicht so aufgeregt. Sollen wir dir hinterherfahren oder ist es scheiße? Weil eigentlich ist es ein bisschen dumm, weil ich will dich nicht nervös machen. Du machst mich nervös. Fahren wir hinterher. Ist gut für die Klicks, nicht wahr? Okay, jetzt geht's los. Bro, es ist so komisch, wenn Horner gleich fahren wird. Weil ich fahre Horner ja schon die ganze Zeit. Tutti hat mich noch nie so richtig fahren sehen. Du bist mir einmal ein bisschen hinterher gefahren. Ja, beim ersten Mal. Bei der ersten Stunde, aber da bin ich auch nicht richtig gefahren. Da hab ich hauptsächlich nur gelenkt oder so. Er hat mich da noch nicht so richtig fahren lassen. Weil hier mache ich ja alles dann selber. Weißt du, was ich meine? Das ist nochmal was anderes als in der ersten Stunde. Okay. Damals bin ich so, ohne jetzt flexen, aber ich bin so gut gefahren. Ich war wirklich so nach 20 Minuten fertig. Hoffentlich ich auch. Wir sind da. Nein! Wenn du hier zurückfährst zum TÜV, dann musst du hier stoppen. Ich weiß das, Tutti. Ich bin hier 1 Milliarde Mal reingefahren. Okay, Bro, ich will nur sagen. Ja, guck. Guck mal, die ist gerade fast in dieses Auto hier reingefahren. Seht ihr das? Guck mal, was ein Opfer. Du darfst nicht so denken, oh mein Gott, ich werde jetzt geprüft und bla bla bla. Du sitzt da drin, der Prüfer ist invisible, okay? Da ist niemand. Du bist mit deinem ganz normalen Lehrer und ihr fahrt eine Runde, mehr nicht. Soll ich mal was sagen? Was? Ich habe Angst, weil ich keine Angst habe. Ich habe irgendwie keine Angst und das macht mir Angst. Echt jetzt? Ich habe mehr Angst als du. Ich bin schon selbstbewusst gerade irgendwie. Ja, das ist dann gut. Okay. Denk einfach nur, wenn du wirklich auf die Straße gehörst und du kommst von der Straße und du bleibst auf der Straße, dann schaffst du das, okay? Leute, wünsche mir Glück. Drück die Daumen. Wir sehen uns gleich. Ich glaube, wir rufen jetzt mal Vater an, dann soll der mal kommen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber Horner ist hier. Und die gucken gerade die Dokumente durch. Ist Horner wirklich deutsch? Ist sie wirklich die Horner? Oder ist sie doch Tanja? Ah, ich liebe Horner. Immer wenn Horner nervös ist, hat sie so ein Fake-Lachen. Diese, ja, ich kann es mal nachmachen, es ist so fake. Ey Leute, wir haben voll das Problem. Ich war ganz kurz am Handy. Ich dachte mir so, ja, die reden jetzt erstmal dies, das. Auf einmal gucke ich nach oben. Ich so, das Auto ist nicht mehr da. Ich glaube, die sind losgefahren. Ich habe es verpasst. Oh Mann, ich wollte doch hinterherfahren. Ich glaub's gerade nicht. Ich hatte einen Job. Ich sollte das mitnehmen. Ich glaube, die ist losgefahren und ich war zwei Minuten am Handy. Und ihre Prüfung geht eigentlich um 14 Uhr los und sie hat doch noch 20 Minuten. Oder warum fahren die jetzt früher los? Oh Mann, ich kann sie auch nicht mehr finden. Ich weiß nicht, wo die hingefahren sind. Sehr gut, Vater. Das ist der Blumenstrauß, Leute. Den haben wir jetzt geholt. Guck mal, wie schön der ist. Richtig geil. Und dann wollten wir eigentlich so ganz normale Schokolade holen, aber dann haben wir das gesehen. Ich so, das ist eigentlich perfekt, Horner. Das ist echt perfekt. Wenn sie fertig ist, wird sie genau hier so reinfahren. Hier und dann umdrum, okay? Und wir warten hier. Wir wollten sie eigentlich jagen, Leute, aber sie fährt jetzt schon über 20 Minuten und eigentlich, wenn man gut fährt, und sie fährt ja sehr, sehr, sehr gut, dann macht er schon nach 20, 25, 30 Minuten, sagt er schon, komm, fahr zurück. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber wenn sie scheiße fährt und sie erst jetzt nach nochmal weiteren 20 Minuten kommt, dann eine Stunde vergangen ist, dann wissen wir, oh, die ist nicht so, so gut gefahren. Irgendwie schaut es gerade nicht so gut aus. Ich bin euch ehrlich, es dauert zu lange. Hä? Also sie ist um halb losgefahren, wir haben 12 nach, sie fährt seit 42 Minuten. Wer fährt denn 42 Minuten bei einer Prüfung? Vielleicht. Weil ich bin damals 20 Minuten oder so gefahren. Und so ein bisschen hier, zack, die ist das dann. Oder 25 Minuten. Aber die fährt schon lange. Und die ist immer noch nicht hier. Aber das ist kein gutes Zeichen. Das bedeutet eigentlich, dass sie nicht so gut fährt. Leute, sie kommt. Ach, ey, denkst du, sie hat bestanden? Ich glaube schon. Also wir haben jetzt lang gewartet, ne? Guck mal, sie ist um halb losgefahren. Genau jetzt vor einer Stunde. Was denkst du? Hä, wo ist sie? Vorhersage. Denkst du, sie hat's geschafft? Ja, safe. Ich hab bestanden. Echt? Ja. Ah, oh, Mama, weißt du, wie ich mich erschrecken? Kann ich winken hier nochmal? Hä, zeig mal. Guck, wie mein Ding aussieht. Oh, so geil. Hä, du kriegst direkt deine Führerschein. Ja, hab ich auch gedacht, dass du... Hä, ich krieg's direkt? Ey, darf ich das Auto fahren? Wollen wir nicht das? Oh, Tutti, warum übertreibst du? Und?
Schoki. Mit Harry Potter. Cool. Oh, du bist ein Macher. Er hat doch gesagt, du bist so schick. Wie lange sind wir gefahren? Über eine Stunde. Ich habe doch gerade zu Ali gesagt, ich soll mich so lange fahren lassen. Bro, genau deswegen hat mir Angst. Ich sag die ganze Zeit in die Kamera, ey, sie ist schon 30 Minuten unterwegs. 40, du warst eine weißt Stunde du warum? Unterwegs. Mein linker Blinker, er guckt nicht bei meinem Kopf, bei meinem Board vorne, dass es so blinkt, ja, sondern er guckt außen, dass es blinkt. Und mein linker Blinker hat wegen dem Licht, hat man nicht gesehen, dass er blinkt. Er dachte ganze Zeit, ich blink nicht links. Echt? Ja, er hat auch so gesagt, blink mal nochmal links, ich blink. So macht er so, ist der kaputt? Ich so, nee, das sieht man nur nicht wegen dem Licht. Macht er, ah, und dann habe ich dir wohl Unrecht angetan. Ich so, warum? Warum habe ich gerade gestanden? Einmal haben wir uns kurz verfahren, weil er redet so über sein Leben, haben wir uns kurz verfahren. Sagt er so, oh nee, wir mussten da umdrehen und so. Ich so, ja, ich war nicht so blöd. Ich bin so gefreut. Du bist ein Macher. Du hast einfach Führerschein. Ey, jetzt habe ich schon 3 Leute mit Führerschein in der Familie. Also von den Kindern. Paton ist jetzt der Letzte der Familie, der noch einen Führerschein machen muss. Ja, der ist extra rübergerannt. Ey, du kannst direkt fahren. Ja, komm. Ey, komm, wir fahren mal direkt. Ich schieße jetzt gleich ein Bild, dann posten wir es auf Instagram. Also geht auf Instagram, like das schön. Und jetzt rufe ich Doi an, glaube ich. Und dann gehen wir mal kurz zu ihm, weil er weiß gar nicht, dass du gerade bestanden hast. Und so, ich glaube, der weiß nicht mal, dass du die Prüfung hast. Okay. Okay, go, Horner. Ey, willst du jetzt wirklich fahren? Ja. Okay. Ich hab so Bock. Und wir sind voll lang gefahren. Irgendwie war es auch cool. Am Anfang war ich angespannt, aber dann war es wirklich entspannt. Entspannter. Okay, ja, geil. Schlägt's mal Tutti. Beifahrersitz, ne? Für dich. Ich saß hier bis jetzt nur im Muckbang. Oh, links. Stimmt. Okay, du fährst jetzt los. Warte, ich hab ein bisschen Angst, ne? Ich hab gar keine Angst, steig ein! Gott, der hat gerade Auto hier angemacht, ohne auf die Bremse gedrückt zu haben. Und so, du musst immer auf die Bremse drücken bei Automatik und dann Auto anmachen. Da dachte ich mir so, gut, das fängt schon mal schlecht an. Schnall dich an, Schätzchen. Jetzt wird gerattert. Oh Gott! Ist entspannend, ich kann voll gut fahren. Ja, das glaube ich. Ich bin ehrlich, ich hab mehr Angst bei dir. Oh mein Gott, das ist gerade so komisch, dass du hier Auto fährst. Ey, gutes Perspektive! Gott, ist das komisch! Ey, die Perspektive gefällt mir gar nicht. Ja, das Spaß. Ich bin so eine Person, Leute. Gas. Soll ich mal Doi anrufen? Gucken, ob er zu Hause ist, vielleicht ist er noch arbeiten. Dann sagen wir, komm mal kurz runter und danach fährst du. Kannst du mir bitte deinen Standort schicken? Dann kommen wir kurz zu dir. Okay? Okay, tschüss. Eigentlich weiß Doi, dass ich heute Prüfung hatte, aber er hat es bestimmt vergessen. Er hat es bestimmt vergessen. Ich hab's ihm gesagt, Doi macht so, was ist los? Warum wollt ihr zu mir kommen? Weil er wäscht gerade sein Auto in Wiesbaden. Hab ich so gesagt, wir wollen nur kurz vorbeikommen, mit dir reden. Er so, Tutti, was ist los? Warum wollt ihr vorbeikommen? Der hat es komplett vergessen. Der hat es komplett vergessen. Der schickt mir jetzt seinen Standort, weil ich glaube, der ist in der Waschanlage, wo wir auch mal hingehen. Okay, navigier mich ein bisschen, gell? Mhm, fahr einfach geradeaus. Er hat mir gerade seinen Standort geschickt. Ey, seh ich aus, Junge! Du siehst sexy aus, Alter! Wie seh ich aus, Junge? Sexy! Herr Dauer, ihr seht mich jetzt. Pupa. Hi, checkst du irgendetwas? Ich bin am Steuer. Ich hab bestanden. Oh. Ich hab gar nicht gecheckt, oh mein Gott. Park mal da rein. Du hast gar nicht gecheckt. Ich hab gar nicht gecheckt. Unser Auto ist so dreckig. Seht ihr, hier ist überall Staub. Wenn wir jetzt schon hier sind, lass mal auch Auto waschen, oder? Wir sind zu dritt, komm. Aber wir haben gar keine Tücher. Lass nur Staub saugen. Ja, vielleicht hat der Doi. Ich hab voll gut eingepackt. Okay, stopp. Oh mein Gott, warte, ich muss noch Mamas Reaktion auf. Ey, Doi! Hey. Ich hab gar nicht gecheckt. Doi, ich hab einen halben Herzinfarkt gehabt, als sie gefahren ist. Na, glaube ich nicht. Ich bin so gut gefahren. Ach, Quatsch. Ich hab gar nicht gecheckt. Mama, ich hab bestanden. Ui, ich kann nicht warten. Wir gehen heute in die Stadt oder so und dann fahre ich uns alle. Ah, guck mal, was ist das? Das ist Luna Lovegood. Ah, süß. Ich habe Harry Potter. Heute ist mein Tag, ne? Ja, heute ist mein Tag. Kriegt er 10 Euro. Niemals. Alle waren am Wiedergeweg. Na, das sieht jetzt mal fresh aus. Mit einem Tuch. Wir wollten ja gar nicht waschen gehen, aber Doi war hier. Wieso kommen wir waschen? Guck mal, egal. Und die Decke musste hin, sonst bringt unsere Mutter uns um. So. Digga, Vater, und ist so dumm, der hat Fenster offen gelassen. Wir gehen da gerade, wo diese Wasser so spritzen. Auf einmal geht das hier an meinen Nacken. So, wo kommt das Wasser rein? Guckt euch das mal bitte jetzt an.
Digga. Alles nass. Ich hab da alles sauber gemacht. Guck mal, so viel wie er gut macht, macht er auch schlecht. Er ist gerade extra zum Netto gerannt, um uns einen Salat zu holen und eine Cola. Aber lässt das verfickte Fenster offen, Digga. Hier ist alles nass. Ja, wir haben jetzt auch haben wir Tücher? Nein, Dolly, wir hatten alles gerade von Dolly genommen. Und ich habe extra so geguckt, ist alles zu. Ja. Oder Fenster. Ey, das ist mir noch nie passiert. Nur mit Vater. Das ist nur mit Vater. Die sind am witzigsten. Die tanzen einfach. Schubidubidu. Schubidubidu. Da lacht der Bursche noch. Da lacht er noch, weil er noch nicht weiß. Du bist am Arsch. Siehst du das hier? Siehst du, wie nass das ist? Ja. Weil du dein fucking Fenster aufgelassen hast. Guck mal, wie nass das ist. Warum lachst du?